und damit herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Ja, heute habe ich mich ein bisschen in Schale geworfen, denn das hat auch einen Grund. Wir fahren jetzt zur Porsche Spätschicht an den Hockenheimring zum Porsche Experience Center. Und ja, die erste Spätschicht der Saison, also ich glaube, es gibt auch immer nur eine. Ich weiß nicht, wie es die Jahre davor war. Und freue ich mich schon. Also mal was anderes, sonst ist es ja immer die Frühschicht, nämlich am letzten Samstag im Monat. Und das ist jetzt eben die Spätschicht. Und ja, schauen wir mal, wie das so wird. Wetter ist auf jeden Fall wieder auf unserer Seite. Boah, 35 Grad hier sogar gerade. Also ja, wir sind gut am Schwitzen schon wieder die ganze Woche. Es ist wirklich so ein brutal schönes Wetter dieses Jahr. Ich finde es so klasse, aber auch, dass es gleichzeitig immer ein bisschen regnet. Also ich glaube, im Sommer war die Vegetation noch nie so schön wie in diesem Sommer. Wirklich alles so grün, auch der Rasen, alles saftig und nicht verbrannt, wie man es ja sonst immer die Jahre vorher kannte. Ja, finde ich einfach Hammer. Deswegen freue ich mich jetzt mega, dass es dorthin geht. Und heute haben wir auch mal dort ein Dinner gebucht im Restaurant. Das kann man vorher auch ganz easy einfach online reservieren und auswählen, was man für ein Menü möchte. Und auch wenn man Unverträglichkeiten hat oder irgendwas. Also komplett cool und ja, intuitiv gemacht. Und da bin ich gespannt. Das haben wir bisher jetzt noch nicht gehabt. Und ja, da freue ich mich drauf. Wird bestimmt schön und wird bestimmt auch lecker. Ja. Und ansonsten ist heute das Highlight von der Spätschicht der Taycan Turbo GT. Also ja, da klingeln alle Glocken. Der ist ja brutal. Das ist der schnellste Taycan, den es gibt. Und ich bin wirklich gespannt. Vielleicht darf man ja sogar mal mitfahren. Das würde mich mega interessieren. Also ich bin ja echt vom Taycan sowas von überzeugt. Und ja, als wir den da auch fahren durften, gibt es auch ein Video drüber, wo wir nach Würzburg gefahren sind, zur Porsche Charging Lounge von Bayreuth aus, vom Porsche Zentrum. Also da bin ich den 4S gefahren, mega Auto, das neue, also der Facelift vom Taycan. Und echt klasse, richtig klasse. Und ja, wie soll dann der Turbo GT bitte sein, der exorbitant viel, viel mehr PS hat, über 1000 PS. Und ja, auch noch GT-mäßig. Ja, also bin ich gespannt. Und ja, wir nehmen dich auf jeden Fall mit auf die Reise und ja, würde mich freuen, wenn du dran bleibst. Von uns. Wir haben jetzt noch 30 Kilometer, sind jetzt Höhe Sinsheim Süd und sind dann auch gleich am Hockenheimring. Ich freue mich schon. Also vorhin hatten wir auch mal zwischenzeitlich wirklich 36 Grad, also es ist brutal warm. Ich bin echt gespannt, wie dann dort wieder die Hitze stehen wird, aber ja, ich denke mal, das wird ein richtig schöner Sommerabend dann dort sein bei den Temperaturen, dass man wirklich nicht frieren muss. Ja, die Fahrt, also für das, dass es ja wirklich Freitagnachmittag in den Ferien ist, ist es echt noch ganz in Ordnung. Also das sind jetzt hier wieder bessere Zeiten. Vorhin hatten wir auch schon, ich weiß gar nicht, zwei, dreimal richtig zäh fließend, wo dann wirklich richtig stockender Verkehr war, weil irgendwelche Unfälle auch passiert sind und man daran dann vorbei musste. Aber zum Glück ging es weiter und war keine Vollsperrung und nichts. Aber ja, muss halt immer was sein und ein bisschen Zeit konnte man auch rausfahren. Aber ja, so wirklich jetzt viel, dass man sagt, Mensch, geil, war es jetzt auch nicht. Aber ja, wir sind jetzt guter Dinge, dass wir dann gleich dort sind. Und ich, ja, ich freue mich einfach, bin gespannt. Und auf den Turbo GT bin ich echt auch wirklich gespannt. Wir haben jetzt auch die ganze Zeit jetzt nochmal drüber geredet. Und ja, also schauen wir mal. Den schaue ich mir auf jeden Fall mal von innen an. Das wird mich mega interessieren. So, dann bleib auf jeden Fall dran. Wie man sieht, hat uns der zäh fließende Verkehr, der Stau wieder. Es ist ja
ganz toll. Auf jeden Fall der Bus davor, der, also mal ist der schneller, mal ist die Spur schneller. Es geht die ganze Zeit immer so hin und her. Und die auch schon mal alle am Schauen von dem Bus, die haben dann ihre Vorhängchen aufgezogen, als sie auf der gleichen Höhe waren und rüber geguckt. Und man hat es halt nur so schemenhaft gesehen, aber voll lustig. Auch der Busfahrer so. Und so sieht man allgemein schon wieder, wenn man halt ein wenig die Zeit hat, ne, die Leute so ein wenig zu beobachten, dass die alle ihre Handys zücken und Bilder machen und gucken und Daumen hoch. Also es ist herrlich, freut mich jedes Mal. Ja, Hockenheim hat uns wieder. Sind wir wieder da? Ja, voll schön. Also richtig, richtig schön. Ja, den Stau haben wir auch noch ein bisschen. Ja, wie soll man sagen, losgeworden sind wir nett, aber wir sind dann einfach eine Ausfahrt früher rausgefahren. Das war jetzt auch ganz gut. Ja, und ja, wie immer die Leute, die nicht blinken im Kreisverkehr. Wir lieben sie. Ja, genau. Sind wir gleich da. Schon gespannt, was da heute auch vor allem los ist, weil es ist ja doch Ferienzeit und unter der Woche und Freitag, und also da bin ich sehr gespannt, was einen dort dann erwartet und wie da auch die Stimmung ist, weil sonst ist man bisher immer tagsüber dort gewesen in der größten Mittagssonne, sagen wir es mal so, und jetzt ist es ja auch eine ganz andere Stimmung, wenn es dann so ein bisschen dämmert. Es wird ja jetzt auch schon wesentlich früher wieder dunkel, Tage werden kürzer, habe ich gestern auch richtig arg bemerkt. Ja, und bin ich einfach gespannt, wie das dann da alles so wirkt. Und ja, ich freue mich auf jeden Fall. Und ja, sind wir gleich dort. Komm mit. Da bei der Spätschicht und es ist wirklich wie erwartet richtig, richtig cool. Und ja, sagen wir mal alle Hallo, gell? Ein Traum, was hier alles steht und vor allem auch fährt. Also ein Hinburger neben den anderen oder auch hier zu meiner Linken eine wunderschöne Farbe. Also eine richtig schöne Kombination. Gefällt mir mega, mega gut. Auch mit den gelben Akzenten, da passt es echt alles zusammen. Und ja, na, da drüben natürlich. Wow! Richtig, richtig schön. Ja, ich hatte auch schon wieder viele, viele coole Gespräche. Immer wieder schön mit den Menschen zu sprechen und ja, dass meine Videos so angeschaut werden, das macht einfach Spaß, das freut mich sowas. Und ja, mache ich auch sehr gerne Bilder. Also mich einfach ansprechen, wenn man mich irgendwo sieht. Und ja, hier ist jetzt auch gerade eine richtige Menschentraube, wenn man ein bisschen darüber schaut. Das hat nämlich auch einen bestimmten Grund. Der weiße Tiefe, der da drüben ist, ist der Carrera GT. Also wirklich dieses bekannte Auto ist gerade hergefahren und hat dort eingeparkt. Und wow, also richtig krass, sowas mal fahren zu sehen. Also bisher habe ich ihn ein, zwei Mal gesehen irgendwo, aber nur stehend. Und ja klar, ist er jetzt nicht schnell gefahren, aber man hat ihn immerhin ein bisschen fahren sehen. Und es ist echt mega cool, dass hier auch solche Autos einfach herkommen, die sonst wirklich nur in Sammlungen stehen und ja, nicht raus dürfen wahrscheinlich, ne? Also echt mega cool. Und jetzt hätte ich gesagt, schauen wir mal rüber zu dem Driftkreisel, was da alles Schönes geboten ist. Ja, nicht schlecht.
So, wir haben es in den GT-Driftkreisel geschafft und es ist wirklich wunderschön, was hier alles zu sehen und zu bestaunen ist. Gleich da drüben der Spider RS in einer wunderschönen grünen Farbe. Also wer weiß, wie die Farbe heißt, darf es gerne kommentieren. Ich lerne immer wieder sehr, sehr gerne dazu. Also der ist schon ein guter Hingucker. Würde ich sagen, gehen wir mal ein wenig weiter, was wir so alles sehen. Ja, herrliche Cabrios. Ey, Wahnsinn. Und die GT3 RS überall da hinten. Da gehen wir auch gleich noch dazu. Ein Traum. Richtig ein Traum. Und alles so schön farbenfroh. Herrlich. Richtig herrlich. Und ein Python-Grüner. Wow. Der ist schön. Ja, Python-Grün. Ich hätte es auch irgendwie so gerne gehabt, aber ging ja leider nicht, konnte ich ja nicht mehr bestellen. Deswegen freue ich mich immer, wenn ich es irgendwo sehe, weil ich die Farbe wirklich sehr, sehr schön finde. Oh, ein Cayenne mit neodyme Felgen. Ja, neodym hat es mir ja auch angetan. Oh. Also ich bin ja so oft im Konfigurator unterwegs und klicke da rum und schon fast eine Sucht. Und ja, ich kann mich auch immer nicht entscheiden. Also neodym finde ich mega, mega schick. Ja, was haben wir hier? Ui, sehr schön. Mein Herz. Es schlägt schon ganz außer dem Takt. Das sind zwei GT3 RS in Ruby. Ja, oh. Also ist ja die Farbe echt schon selten und dann sind wir gleich zwei auf einem Haufen. Also wie viel Glück kann man bitte haben? Also ja, wunderschön. Schauen wir uns mal genauer an. Ja, das ist jetzt echt mal cool, das so im Vergleich zu sehen. Einmal mit Neodym und einmal mit silbernen Felgen. Also das ist doch wirklich mal genial, hier wirklich so im direkten Vergleich zu sehen. Besser kann es gar nicht sein. Und auch die verschiedenen Felgen, das ist echt gut. Da kann man sich das alles mal ein bisschen veranschaulichen. Ja, herrlich, auch diese Heckansicht. Schreib mir gerne mal in die Kommentare, welche Konfiguration du besser findest. Mit Silber oder mit Neodym. Also, oh, Doppelpack. Das muss ein Gefühl sein, wenn man wirklich mit denen beiden im Konvoi fährt. So sind sie ja auch hier reingefahren. Also ja, die hatten alle Blicke auf sich. Und das muss ein geiles Gefühl sein, wenn man mit denen zwei wirklich hintereinander fährt. Man denkt, wow, oh, einer, cool. Und dann noch einer. Oh. Da kann man gar nicht mehr wegschauen. Richtig schön. Was mir auch noch gerade auffällt, also dieser Hinterreifen, dem geht es glaube ich nicht mehr ganz so gut. Ich glaube, der war ein bisschen auf der Rennstrecke unterwegs oder weiß ich jetzt auch nicht. Auf jeden Fall, ja, da brauchen wir glaube ich bald neue. Und man sieht glaube ich auch da seitlich auf der Steinschlagschutzfolie da die Gummiabriebe. Ja, nicht schlecht, Herr Specht. Aber ja, da gehört das Auto ja hin. Dafür ist es ja letztendlich gemacht und das finde ich ja wiederum cool, wenn man die Autos auch fährt und sie nicht nur rumstehen lässt. Und hier schon das nächste Schmuckstück. Ein wunderschöner GT3 Touring in vermutlich Speedgelb. Also mich gerne verbessern, gell, wenn was nicht stimmt. Und was ich auch cool finde, er hat einfach 3D-Kennzeichen drauf. In Hochglanzschwarz. Also ja, mir schreiben auch so viele an, dass sie einfach jetzt sich auch die 3D-Kennzeichen holen, weil sie es bei mir gesehen haben. Also ja, wer welche braucht, ich habe einen Rabattcode, ne? -15% mit Queen. Und ja, also die sind zugelassen und alles legal. Und wer da welche möchte, einfach bestellen zur Zulassung. Die machen neue Sticker drauf und dann geht's weiter damit. Also finde ich mega schick und steht dem auch echt gut. Und das ist jetzt, wie gesagt, Hochglanzschwarz. Ich finde, das passt wirklich am allerbesten. Zu hochwertige Autos. Hier ist ein wunderschöner Targa. Auch die Farbkombination und innen ein Traum. Also wirklich ein Traum. Ich sage ja immer Mut zur Farbe und ich finde sowas richtig schön. Und man sieht ja auch, ja, damals waren die Autos einfach farbenfroher. So viele schöne Porsche auf einen Haufen. Also ich sage es ja immer wieder, die Frühschicht, die ist einfach gemacht für Porsche-Liebhaber. Auch wenn man noch keinen hat, kann man einfach hierher gehen und sich umschauen und unter Porsche-Enthusiasten sein. Also man findet nur freundliche Menschen hier. Das ist einfach der Traum. Ich finde es so, so cool. Und ja, wenn man den Porsche hat, umso besser, kann man mit dem eigenen Porsche hierher kommen. Wichtig, man muss sich anmelden, dass man hier drauf fahren kann und auch rechtzeitig, denn die Plätze sind begrenzt und begehrt. Ja, und
wenn man auch auf der Suche ist nach einem neuen Porsche, letztendlich wie man den ausstatten will oder einfach auch, was man sich für einen suchen will und verschiedene Ausstattungen einfach mal vergleichen will. Also nirgends gibt es eine größere Auswahl, wo man mal wirklich alles in live sehen kann und vergleichen kann. Also es ist wirklich mega spannend, denn man kann so viele Sachen kombinieren und konfigurieren. Deswegen muss man einfach mal gesehen haben. Ja, schauen wir mal weiter. Und später geht es ja auch noch zum Essen. Und jetzt muss man ganz schnell darüber schauen, denn das ist schon der 992.2 mit AeroKit. Das finde ich ja auch ganz interessant, das jetzt schon mal in echt, in live und in Bewegung zu sehen. Also mega cool. Den müssen wir uns mal noch genauer anschauen. Aber ja, das erlebt man halt auch nur hier quasi am Porsche Experience Center, dass man da die ganzen neuen Modelle auch schon live sehen kann. Ja, einfach so cool hier und wie ich es vermutet hatte, die Stimmung von dem Sommerabend ist einfach so genial und ich finde, das muss man jetzt einfach mal auf sich wirken lassen, wie cool das hier alles aussieht da hinter mir und wie viele Autos einfach auch wieder hier sind. Es ist einfach traumhaft. Da habe ich den Fabian wiedergefunden. Servus, hallo. Er ist nämlich schuld, in Anführungszeichen, dass ich einen Porsche gekauft habe. Denn ich habe bei dir das GT-Training gemacht, so da hinten auf dem Kreisel. Ganz genau. Irgendwann Anfang November letztes Jahr. Ich würde sagen, letztes Jahr war das ungefähr. Richtig, richtig. Ja, und Ende des Monats November habe ich eine Unterschrift gesetzt und einen Porsche gekauft. So ist es, ne? Und bist du zufrieden mit deinem Auto? War das eine gute Entscheidung? Die beste. Kann man sagen. Die beste. Also hätte ich niemals geglaubt. Und das hat einfach so überzeugt. Das war ein Carrera S, den ich da gefahren bin. Ja. Und ja, wie dieses Modell schon liegt und fährt. Das ist ja schon mal eine ganz andere. Ich meine, du bist ja vorher, glaube ich, den RS3 vorher gefahren. Genau. Und hast ja wahrscheinlich auch einen ganz guten Vergleich. Merkt man den Unterschied zum Porsche nachher? Ja, ja, den merkt man gewaltig. Also, schöne Geschichte. Ne? Ja, also. Keine Ahnung, man denkt ja so schon, der RS3 ist richtig straff und sportlich. Ist ja auch und ein sehr sportliches Fahrzeug danach. Ja, also absolut. Damit bin ich ja auch Passstraßen gefahren und fand das mega. Und naja, jetzt halt im Endeffekt, wenn man dann mal im Porsche gesessen ist, dann merkt man halt, dass es halt auch noch... Man versaut sich dann ganz schnell mit den schönen Dingen. Ja, nachher, ja. Ne? Dass es da halt noch mal besser geht. Und die Kurve, also wie man schon Kurven fahren kann. Ist schon eine schöne Geschichte. Ja, oder? Wann sehen wir dich denn wieder zum nächsten GeForce-Training? Vielleicht mal mit deinem eigenen Auto. Das kannst du ja auch machen, wenn du möchtest. Ah ja, ja gut, mit eigenem Auto bin ich jetzt immer nicht so. Kann ich auch verstehen. So schön wie der foliert ist dann nachher, das will man ja auch nicht riskieren. Ja. Aber wenn du mal Lust hast, komm doch mal wieder vorbei. So schönes GeForce-Training, mal so ein kleines Auffrischungstraining wieder für dich danach. Ja. Also das für euch beide vielleicht. Auf jeden Fall, das ist der Plan, dass man das dann wirklich auch mal hinkriegt, wirklich den Drift zu halten, weil das war ja jetzt noch nicht so perfekt. Also da irgendwo muss man anfangen. Ich meine, wenn wir auch da mal rüber gucken, wenn die Leute irgendwo anfangen, du musst dich auch erstmal drehen etc. Man muss das Ganze auch üben. Und gerade dieser Porsche ist natürlich jetzt auch nicht zum Driften jetzt, sage ich jetzt mal, so geeignet. Mhm. Oder tendenziell ist so ein Auto ein sehr sportliches Fahrzeug. Und wenn wir mal vergleichen, so ein BMW, das typische Driftauto, was wir so kennen, die driften viel rum, aber die sind ja auch nicht so schnell wie ein Porsche. Und so ein Porsche mit diesen breiten Reifen, das performante Fahrzeug, das zu driften, ist auch einfach nochmal schwieriger, das Ganze, einfach vom Level her. Das heißt, du brauchst einfach mehr Training. Komm gerne vorbei, aber sonst lief doch schon mal ganz gut. Wenn du den aber nachher wirklich halten willst, den Drift, gehört natürlich eine Menge dazu. Ich meine, wir sind ja auch recht gut ausgebildet dafür. Das dauert ein, zwei Trainingsübungsstunden dann nachher, das zu üben. Aber wenn du Lust hast, Also immer herzlich willkommen. Das wäre schon Highlight, wenn ich das mal lernen könnte. Also, ja, klar. Top die Wette gilt, würde ich sagen. Wollte ich sagen. Herzlich willkommen zu jeder Zeit. Ich danke dir. So machen wir das. Dankeschön. Und sehr gerne. Bis zur nächsten Frühschicht. Bis zur nächsten Frühschicht. Ne? Tschüss. Ciao. Ciao. Unfassbar, ich darf im Taycan Turbo GT mitfahren. Ich nehme dich mit meinem Handy mit. Ja, da steht er, schaut er nicht gut aus. Also auch der Flügel hinten, das ist so brutal. Ich bin so gespannt, wie da dann, wie soll man sagen, die Beschleunigung ist. Also, boah, weißer Paket. Turbo GT. Wow, ein richtiges Sondermodell als Elektro. Mit Schalensitze. Also, besser geht's doch nicht. Saugeil, richtig geil. Ich bin so gespannt. Ja, jetzt fährt der Instructor schnell eine Warm-up-Lap und dann darf ich einsteigen. We'll be right back.
excited? Ja, voll. Ja. Ich zieh keinen Rock mehr an, wenn ich zu euch gehe. Ja. Danke. Viel Spaß. Anschnallen nicht vergessen. Ja, das sieht ja geil aus mit dem Blau. Wild, ne? Das Goldblau ist exklusiv für dieses Auto. Das ist geil. Wild, ne? Aha. Also danke dir, gell? Cool, ne? Erwartet, ja? Ich hab nur so auf der Fahrt her gesagt, Mensch, wenn wir da mal reinschauen könnten oder irgendwann mal jetzt vielleicht mit. Also das ist Endstufe, das ist so. Das gibt's ja nicht. Uiuiui. Ui, ui. Echt. Schon von den normalen Begeisterten vom Facelift. Das, das, ist, ne? Das ist Endstufe, das ist wirklich. Wir fahren einmal das so rum und dann schnell was. Das ist
ist echt, das kann man gar nicht glauben. So. Dankeschön! Der Wahnsinn! Brutal! Brutal! Also mit einer Leichtigkeit zieht der da einfach auf die Geschwindigkeit hoch und bremst dann auch wieder, ne? Ja. Und das hast du in keinem Teil an und so. Das ist so. So nach. Ja, was ist denn das? Gummi? Reifen, Bremse, Alu. Also echt brutal. Geil, ne? Auch das Lenkrad. So ja, ja, genau. Also normalerweise ist hier noch eine Funktion drauf, jetzt eine Vorsicht im Auto, deshalb hat er das noch nicht. Ach so. Aber dann kannst du hier noch das Suspension ein bisschen einstellen. Cool. Also echt cool. Das ist ja cool, dass das ja der einzige Teil kann mit Pedals. Ja, das ist ja. Incorporation auf dem Pedal und auf dem halt diese Attack-Box. Das heißt, wenn du dann ziehst, dann hast du halt diesen Punch-Up. So, also so wie bei dem anderen dieses... Dieser Push-to-Pass. Ja, genau, Push-to-Pass. Das ist quasi dieselbe Funktion, nur dass du es direkt am Lenker passt, weil der Lars Kern gesagt hat, jo, wenn man halt fährt, ja, dass man nicht da runterdrücken, sondern dass man halt... Ja, drum, dass man seinen Fokus da hat und nicht umgreifen muss und... Cool. Bild, ne? Brutal. Also wirklich brutal, hätte ich nicht erwartet. Das ist einfach nur geil. Ja. Danke dir. Sehr gerne. Hab mich sehr gefreut. Du warst Danke. Da? Niklas. Niklas, muss ich mir merken. Ja. Wir kommen wieder. Mach das. Also viel Spaß und geiles Auto. Und die Sitze. Mega, ne? Ja. Schön. Dann machen wir viel. Dankeschön. Bis zum nächsten Mal. Auf jeden Fall. Tschüss. Ciao. So, muss ich da wieder raus. Super. Ja, sehr schön. Am besten gerade rückwärts, ja? Ja, der Wind, brutal. Also wirklich so wunderschön. Hallo! Ist der nicht auch schön? Im Frozen Berry. Wir machen jetzt ein Foto zusammen. Das ist ja geil. Wir fahren jetzt am Sonntag im Schwarzwald, morgen machen wir Fahrtraining in Baden-Baden. Und in Siegen waren wir, auf Korsika waren wow. wir eine Woche. Ah, Wahnsinn. Chamonix eine Woche, Slowenien. Cool, also, da kommt ja echt rum, ne? Ja, jedes Jahr. Schön. Ja. Also es war die letzten 3 Jahre super, super. Immer wieder, wir fahren jetzt nächste Woche mit dem Spider Owners Club nach Aha. Lindau. Ja. Und das gibt dann für meinen Club nächstes Jahr die Mehrtagesausfahrt, die ich dann anbiete, weil dann habe ich die Hotels, ja. ich habe die Strecken, Vorarlberg, dann kann ich das schon sehr viel arbeiten. Ja. Wahnsinnig viel Ja, Arbeit. Eben, vor allem wenn du dann Verantwortung halt für eine Gruppe hast, ne? Ja. Wenn man alleine fährt, dann okay, kann man manche Sachen besser deichseln oder hinnehmen, ne? Ist halt so, aber wenn du dann wirklich welche hast... Ich kann mal anhalten, wenn ich aufs Klo muss, ja. aber bei einer Gruppe, ich muss mich dann an die anderen... Mit kleiner Verspätung sind wir jetzt beim Essen und eine wahnsinnige schöne Aussicht hatten wir hier auf den Hockenheimring mit dem wunderschönen Sonnenuntergang. Und was mir natürlich gleich ins Auge gesprungen ist, diese Butter. Wie süß ist bitte diese Butter? Ist das nicht unglaublich? Ich will die gar nicht essen. Die ist so süß. Ja, also das ist einfach die Liebe zum Detail. Das ist so cool. Ah ja, und wir haben schon das Dinner-Menü da stehen, was es dann auch gibt. Also wir haben uns für das saisonale Dinner entschieden. Einen Saibling, Maultasche, Roastbeef und wow, ein Parfait. Ja, da freue ich mich drauf. Das wird ein leckeres Essen. Also diese Taxifahrt in diesem Taycan Turbo GT, unglaublich. Also mir fehlen die Worte, ich bin sprachlos. Also wirklich schon allein die Fakten von diesem Auto. 2,2 Sekunden von 0 auf 100. Dann hat er 760 kW, 1034 PS. Das muss man sich auch mal auf der Zunge zergehen lassen, was dieses Auto für eine Leistung hat. Und dann hat er ja Schalensitze, ist komplett leergeräumt vom Gewicht her, hat einen Käfig, hat einen Flügel. Boah, also wirklich brutal. Ja, bin schon fast noch am Zittern. Ja, der erste Gang ist jetzt auch da und den lassen wir uns schmecken. Also es ist auf jeden Fall schon mal wirklich ein Highlight, wie das ausschaut. Und also die Farben ja, also ich weiß ja nicht, also grün und pink. Ob das Zufall ist? Ich glaube schon. Also wir haben hier auf jeden Fall einen Saibling im Nori-Blatt mit Apfel, Gurke, rote Beete und Meerrettich. Ja, und ich würde sagen, das lasse ich mir jetzt halt schmecken.
Also es ist unglaublich, wie gut diese Maultasche duftet. Die ist einfach mit Trüffel und der riecht so intensiv, so richtig lecker. Also unglaublich. Da freue ich mich jetzt sehr drauf. Also der Saibling gerade, der war so, so lecker. Also wirklich so, ja, fast wie Sashimi. Also unglaublich lecker. Und ja, das ist, glaube ich, nicht weniger lecker. Oh. Also die Maultasche war echt vorzüglich mit diesem ganzen Trüffel. Das war wirklich, ja, ein Geschmacksfeuerwerk. So könnte Maultasche wirklich immer sein mit diesem leckeren Trüffel. Ja, jetzt sind wir hier beim Hauptgang. Wir haben hier ein leckeres Roastbeef mit Blumenkohl, Brokkoli, Süßkartoffel und gebackenen Hartweizen. Da freue ich mich jetzt drauf. Der Hauptgang war mega lecker. Das Roastbeef war sehr, sehr zart. Hat mir sehr, sehr gut geschmeckt. Aber jetzt kam auch schon die Nachspeise. Ein richtiges Highlight. Das muss ich mal umdrehen. Das ist wirklich total künstlerisch gemacht. Also brutal. Wie süß, mit wie viel Liebe zum Detail das alles hier gemacht ist. Der Blumentopf, die Blüte, die Himbeere. Also richtig cool. Und einen Lollipop haben wir auch noch. Ein Granny Smith. Parfait, Mandelcreme und Crumble und ein Lollipop. Ja, mega. Und dazu einen leckeren Cappuccino. Wir müssen ja schließlich noch reinfahren. Eine wunderschöne Spätschicht geht zu Ende. Wir haben sehr, sehr gut gespeist. Also wirklich jedes Gericht von dem Menü saisonal hatten wir. Sehr zu empfehlen. Richtig lecker, brutal gut. Also ja, kann man sehr empfehlen, den Abend oder die Frühschicht dann beim Mittagessen oder die Spätschicht beim Abendessen hier ausklingen zu lassen. Und ich habe erfahren, es gibt sogar hier leckere Brunch-Möglichkeiten. Das werde ich als nächstes testen. Ja, und wir stehen hier vor dem wunderschönen Dakar. Und ja, ich hoffe, dass ich ihn bald näher kennenlernen darf. Vielleicht tut sich da was in die Richtung. Und nicht nur irgendwie kennenlernen, mal reinsetzen, sondern in seiner Bestimmungsumgebung, nämlich in einem richtig coolen Sandgrubengebiet Offroad. Schauen wir mal, ob es was wird. Ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ich ihn kennenlernen darf. Und ja, ich nehme dich auf jeden Fall mit, wenn es wieder soweit ist. In dem Sinne schauen wir jetzt raus. Es ist schon dunkel geworden. Mal gucken, ob wir unser Auto noch finden. Und ja, machen uns jetzt auf die Heimfahrt. Und ja, dann geht das Wochenende los. Das nächste Programm steht auch schon wieder vor der Tür. Und ich nehme dich natürlich mit. Bleib dabei und abonniere mich. Ciao. Und wenn ich sage in Natural Habitat, dann meine ich das hier. Gut, das mit der Felge machen wir lieber nicht, da ganz oben.